Die Future Stars wurden im Jahr 2020 gegründet, nachdem wir im Jahr 2019 auf einigen T-Ball-Turnieren gesehen hatten, dass jede Mannschaft ein paar Kinder hat, die schon ein bisschen weiter sind. Und so hatten einige Eltern, inklusive mir, die Idee, diese Kinder zusammenzubringen, damit sie Baseball zusammen spielen können. Applaudiert euch selber. Super Wochenende. Also die Jungs haben alle Spaß. Hast du motiviert? So soll es eigentlich sein. Also knappe Spiele. Und solange die Jungs alle fröhlich sind, haben wir das Richtige gemacht. Offenen Camps sind einfach ein Tag Spaß. Und das waren großartige Camps. Und aus diesen 7 Camps haben wir dann hierher an diesem Wochenende 54 Kinder zum diesjährigen All-Star-Turnier nach Mainz eingeladen und haben das ganze Wochenende Baseball auf höchstem Niveau gesehen. Mit dem großen Ziel, im kommenden Jahr eine Mannschaft nach USA zu schicken, zu einem Live-Pitch-Turnier nach Indiana. Das wäre das absolute Highlight für uns und natürlich das Nonplusultra für die Kinder, in das Baseballland überhaupt zu fahren und gegen Kinder zu spielen, die Baseball so kennen, wie die meisten Kinder hier in Deutschland Fußball kennen. Das ist unser absolutes Ziel und Traum, und es wäre schön, wenn wir es schaffen, das den Kindern zu ermöglichen.